Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Und heute geht's richtig zur Sache, denn wir haben, die Krankenschwestern-Zwillinge haben uns geschnappt. Und wir müssen jetzt in der Hauptstory, können wir mal anklicken, kann ich mal zeigen, müssen wir jetzt durch die Mangel, müssen wir versuchen, jemanden zu befreien. Wir haben genug Waffen, deswegen, also auch die lila Waffen schon, deswegen kann es das eigentlich auch Schnuppe sein, ob das eine blaue Mission ist oder nicht. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir mal kurz unsere Munition nochmal auffüllen müssen, denn ich weiß nicht mehr genau, ob ich das voll habe. Gucken wir mal. Schub, schub. So, gucken wir mal, Munition. Ah, guck mal. Gleich nachfüllen. Und raus. Ja, lass uns die Mission mal machen. Mal gucken, ob wir irgendwas hier noch auffüllen können. Wir haben ja ein bisschen Ethanol haben wir noch, glaube ich. Können wir zum Beispiel verbessern. Aktuell schalte ich Karten zum Kauf frei. Schatzkarten, Orte mit Fotos. Warte mal. Gucken wir nochmal ganz kurz. Bei den Waffen nochmal. Zack. Können wir hier auch auf. Hier haben wir doch. Okay. Wir haben die Elite-Waffen schon aufgerüstet. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas herstellen können an Elite-Waffen. Haben wir das schon gemacht? Schauen wir nochmal rein. So, ja, wir können ein paar Waffen. Wir haben auf jeden Fall die fette Sägenschleuder schon. Sägenblattschleuder. Aber das andere wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber da fehlen uns noch ein paar von diesen Elektroplatten. Die bekommen wir allerdings mit den Expeditionsmissionen. Aber lass uns doch jetzt erstmal die eine Mission da machen. Pass auf, wir füllen mal ein bisschen was auf hier. Kriegen bestimmt nochmal mehr Ethanol. So. Lass uns ruhig ein paar Verbesserungen machen. Wir wollen Prosperity ja aufrüsten, bis zum geht nicht mehr. Bam. Holy shit. Das nenne ich mal Explosionsgefahr. So, holen wir uns ein Auto und dann geht's raus. Zick. Was er uns nochmal zu sagen hat. Immer so sicherheitshalber. Ich bin in so einer richtigen gute Nachricht, schlechte Nachricht Situation. Die gute Nachricht? Ich habe Gina gefunden. Lays leibliche Mutter, Herks große Liebe. Die schlechte Nachricht ist, die Highwaymen haben sie und sie soll beim Gefangenen-Derby mitfahren. Damit bestrafen sie alle, die der Gang gegenüber nicht loyal waren. Und der Gewinner kriegt seine Freiheit zurück. Das Problem dabei ist, dass das voll die Verarsche ist, bei der keiner gewinnt und alle grausam abgewitzelt werden. Tja, ich schätze, sie sind immer noch sauer, weil sie uns das Baby gegeben hat und nicht den. Ja, sogar Penisköpfe mögen Babys. Ich meine, das ist etwas Besonderes. Jedenfalls, du musst dafür sorgen, dass Gina gewinnt und lebend da rauskommt, weil sie Blades leibliche Mutter ist. Und keiner unserer Familie abmetzeln darf, okay? Außerdem weiß ich nicht, ob du Herk schon mal traurig erlebt hast. Das ist echt kein Spaß. Wie ein trostloses Häufchen Elend. Und ich habe mit dem anderen Baby schon genug zu tun. Also bitte rette Gina. Nimm das Scharfschützengewehr und baller alle weg, die ihr im Weg sind. Okay, coole Mission. Machen wir jetzt aber nicht. Wir machen erst die andere Mission. Aber die Mission ist auf jeden Fall ziemlich cool. Da ist sie. Die schnappen wir uns jetzt aber nicht. Wir machen erstmal, ich wollte einmal kurz nochmal, hier raus hier, bei den Optionen gucken, dass wir vielleicht den Sound mal ein bisschen anders machen. Ich gehört, dass der Sound wirklich ein bisschen leise ist vielleicht. So, die Maßlautstärke ist auf 100. Ach, kann man gar nicht. Kann man das nicht einzeln einstellen hier, ne? Ach, guck mal hier. Streaming-Modus schalten ein, um lizenzpflichtige Musik aus. Hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht das 1 Liter rausnehmen müssen. Machen wir so, perfekt. Mal größer machen, okay. Größer Untertitel, das reicht, ne? Untertitel für Geräusche, brauchen wir nicht. Sprachchat, Lautstärke des Sprachchats. Aktivierungsschwellen, Helligkeit, Modus für Farblinder, okay. Gut, nö, lassen wir das so. Das ist ja gut zu wissen, dass man die Musik ausstellen kann. Perfekt. Gut. Dann lassen wir jetzt mal die Mission angehen. Dafür müssen wir natürlich raus und uns ein Fahrzeug holen. Gucken wir mal. Zack. Noch ein bisschen lauter machen so. Das ist ja schöner so, müsst ihr mal sagen. So, wir holen uns jetzt mal ein Vehikel hier. Mal kurz gucken, warum. Zack, die verfolgen wir. Erreiche die Düngerfabrik. Kriegen wir schon. So, wir brauchen ein Auto. Haben wir eigentlich schon ein guteres Auto? Haben wir noch nicht, ne? Nee. Gut, dann erstmal diese Karre, die wir mal nehmen. Oh, wir können ja was bauen, wenn wir wollen. Lila können wir noch nicht bauen. Dafür müssen wir natürlich erst höher jagen. Aber ich würde sagen, wir nehmen. Was gibt's denn hier noch so? Ah, das sind so geile Sachen. Ich nehme wieder meinen ganz normalen Roller. Wollte ich gerade sagen. Das Ding reicht mir. Huch, da. Dann fahren wir los. Los geht's. Los ab zur Düngerfabrik.
Hier längs fahren eigentlich? Ist hier auch ein Weg? Guck mal. Scheiße. Da können wir nicht fahren, das ist ein See, jetzt müssen wir mal außen rumfahren. Das machen wir doch glatt. So, lizenzpflichtige Musik ist aus, das ist ja genial. Hätte ich aber vorher die Option gucken sollen. Denn ich hatte zwei Videos, die schon auf Black geschaltet wurden. Das heißt, es gibt ein, zwei Videos, wo auf einmal der Ton für 30, 40 Sekunden weg ist. Das einzige allein daran liegt, dass ich natürlich die Lizenz noch nicht hatte. Und ich sie dann sozusagen ausblenden musste im Nachhinein. Das kann man ja über YouTube machen. Ehrlich. So, los geht's. Oh nein. Oh, da hast du Glück gehabt. Ist getroffen, dann hätte ich wieder Ärger bekommen. Mal kurz hier. Komm, du hast mir das Leben gerettet. So bin ich. Urteilspunkte halten, die können wir gebrauchen. So. Viel Spaß. Du heiße Tante, wir müssen weiter. Hier durchfahren können einfach. Ja, ne? Und schäfelt ein. Ups, ich muss also nicht durch ein Dingseier. Ein Fluss. Aber hier haben wir doch durch. Ein Bär. Vielleicht will er uns nicht haben. Nö. So. Wenn ich da oben das Nordlicht sehe, am helllichten Tage, ist mir auch unbegreiflich. Aber egal. Ups. Das können wir jetzt noch nicht erobern, machen wir auch nicht. Weil hier durchfahren können wir. So. Hinten irgendwo, da können wir auch Querfeld einfahren, oder? Ja. Ups. Ja. Oh, den Schluss habe ich nicht gesehen. Ja, oder? Den Rest schwimmen wir dann dahin. Das sind nur knapp einen Kilometer. Also müssen wir mal hinlaufen. Das werden wir wohl schaffen und überleben. Komm, 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 komm. So, laufen wir weiter. Was ist denn für ein Vieh hier? Oh. Oh. So. Den plündern wir doch glatt mal. Schöne Bisonhaut. Danke für die Hilfe, Kumpels. Fettes Bisonviech, ey. Guck mal, hier haben wir sogar einen geilen Zoom. Oh Mist, ich zieh doch voll schlecht. Ist doch gar nicht, kein Treff. Ups. Jetzt laufen wir ein bisschen hier. Oh, der trifft uns hier ganz hart hier. Schnell, erst wir müssen nutzen. Okay. Vielleicht anders lösen sollen. Oh Mist.
ihn nicht. Auch dumm von mir, aber wir versuchen jetzt mal den Typen dahin zu bekommen. Ich schaffe das! Mann, ey! Dass ich den gar nicht mehr krieg? Oh! Shit! Aber ich glaube, ich habe ihn erwischt, ne? Wir warten. Mein Gott. Das ist auch echt dumm von mir, aber egal. Los geht's. Wir haben bei der Belagerung viele Leute verloren. Aber krieg ich nicht. Was war das? Gut, müssen wir da hinlaufen. Jetzt haben wir natürlich ganz schön viel. So. Also jetzt müssen wir mal da hinlaufen, sonst wird es langsam nichts mehr hier. Blöder Wichser. So. Oh, ich blöde Ausdrücke. Komm raus da, du Wichser. Mann. Was ist denn da auf uns? So. Langsam, dafür, dass wir eigentlich nur die Mission machen wollten, wird's mal wieder nervig. Ich habe gehört, Edens Jäger tun unglaubliche Dinge. Die müssen eigentlich eine Familie am Rande des Tals. Sie sind die stolzen Besitzer des größten verfickten Ebers, den ich je gesehen habe. Du musst dafür sorgen, dass die Highwaymen das Vieh nicht in die Finger kriegen. Okay, machen wir auch nochmal, aber müssen wir nicht jetzt machen. Gut, jetzt laufen wir mal endlich hin zu unserer Mission. Oh, Schuss! Oh. Was? Doch gar nicht. Mann, das gibt's doch gar nicht. Ist ich überhaupt? Also Zielwasser ist gerade heute nicht dabei gewesen. Irgendjemand geklaut. Komm mal, das Ding hier, dann können wir jetzt fahren. So. Warum rennen die eigentlich immer genau vor das Auto oder so? Wie bescheuert ist denn das? Komm schon, komm schon, komm schon. Mann! Da bist du ja, Häschen. Du wurdest gewarnt. Aber Rush und du, ihr müsst uns ja immer Probleme machen. Deswegen mussten wir es schließlich selbst in die Hand nehmen. Jetzt sind wir an der Reihe und machen Probleme. Die Leute hier zählen auf dich. Wir werden denen aber mal zeigen, was für ein Fluch du eigentlich bist. Wieder hoch.
erreichen und fangen dann diese Geiseln. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. So, auf jeden Fall sind ja so ein paar. Muss man alles eingucken. Da Hunde. Wie viele Gegner sehe ich hier gar nicht? Da ist bestimmt irgendwas dahinter, oder? Okay. So, die Köter, die laufen da schon mal rum. Wir rufen, wenn die Köter ja wahrscheinlich nicht kommen können. Da unten sind die. Ich glaube, wenn ich da runtergehe, dann kommen wahrscheinlich sau viele Gegner zu mir. Zu denen? Ist eigentlich nicht so schwer, oder? Da sehe ich es verkehrt. Na gut, wir gehen mal hier vorne runter. Die blöden Hunde müssen wir ja auch irgendwie loswerden. Pass auf. Mach sie nicht wütend! Die Uhr tickt! Sieh sie dir an, Häschen. Die Tür wird sich nicht von allein öffnen. Folge den Rohren. Wieder. Welchen Rohren soll man folgen, frage ich mich gerade. Das habe ich gerade nicht erkannt. Oh oh. Die Mission schaffen wir wohl nicht beim ersten Mal. Nach den Rohr wahrscheinlich, ne? Es geht da rein und wir sind doch hier durch, okay. Da kommt's raus. Da längs. Hier geht's raus. Da raus, da längs. Runter? Ah, hier. Lust auf mehr? Du hast ohnehin keine Wahl. Das hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst. Finde und schärfe die Bomben. Es gab eine Warnung. Wir haben dich gewarnt, verdammt. Man lernt nie aus. Das hat Paps immer gesagt. Rush und du, ihr müsst noch viel lernen. Oh oh. Nein! Wozu gibt's denn diese Waffe? Die gar nichts bringt. Wow. Shit. Okay, das ist wirklich hardcore. Gut, aber jetzt wissen wir, worauf wir uns eingelassen haben. Machen wir das nochmal. Jetzt wissen wir, wo das Rohr und das Ding ist. Und dann werden wir ein paar Bomben entschärfen, würde ich sagen. Ein paar Bömpchen. Heieiei, du. Die Waffe hat überhaupt keinen Schaden angerichtet bei denen. So, Bomben entschärfen. Lust auf mehr? Du hast ohnehin keine Wahl. Das hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst. Es gab eine Warnung. Wir haben dich gewarnt, verdammt. Ausgestellt. Man lernt nie aus. Das hat Paps immer gesagt. Rush und du, ihr müsst noch viel lernen. Da hinten ist eine Bombe.
Besonderes. Warum repariere ich das Ding jetzt, weil ich den Tanker wegfahren soll, oder was? Natürlich echt lang gebraucht gerade. Die Scheiße. Okay. Ich werde das überleben. Wo ist der Typ? Ja, das ist überleben, wenn ich wüsste, wo du bist. Verstehe ich nicht. Ach, warte, da oben ist einer. Na super. Zeit vertrödelt, okay. Schaffen wir wohl nicht. Machen Mission? Okay. Versuchen wir nochmal. Versuchen wir es nochmal. Jetzt wissen wir ja, wo die ein, zwei Bomben schon mal sind. Eine noch ein bisschen versteckt. Vertrickst. So, wir schaffen es jetzt. Ich bin zuversichtlicher Dinge. Hey, krass, ey. Aber cool gemacht. Geholfen worden. Von der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Oh nein! Oh. Ist doch gar nicht. Scheiße, ey. Ich bin mir schon im Sack hier gerade. Lust auf mehr?
Karte. Komm ich rein? Nee, komm ich nur rein, wenn ich dieses scheiß Ding da wegschieb. Oh Mann. Los. Überreden wir die Scheiße, ey. Los. Oben sein, ne? Alles wird gut, alles wird gut. Hä? Hier drin? Nee, alles wird gut, alles wird gut. Hä, hier unten ist einer. Wo ist der denn? Nicht gesehen? Wahrscheinlich. Da. Karte benötigt, ne? Dann kriegen wir diese verfickte Karte dann. Erstmal sie hier. Es ist alles aus. Hallo, Sir. Ich dachte, vorbei, bis ich unter der Erde bin. Da. So. Du musst jetzt für die kranke Ideen haben. Glauben an die Menschen. Jetzt nicht aufgeben, hey. Steht es denn um dein Gedächtnis? Du wirst uns nämlich gleich gut gebrauchen können. Hilfe! Hilf mir doch irgendwer! Schäfer die Bomben. Ach du Scheiße, was hier los? Ich liebe gute Rätsel. Hm. Schäfer die Bombe, okay. Links oder rechts? Links. Ja. Richtiger Gott. Danke. Einfach immer noch mehr aus ihm rausquetschen, bis kaum noch was übrig ist. Parity braucht dringend Gaffertape. Okay. Schließt aufgeschrieben an die Ketten, oder was? Weg müssen laufen. Ah, hier raus hier. Okay, halt still. Okay. Ist Macht. Und du denkst, du hättest so viel davon? Wo ist denn der Letzte? Weißt du, es ist egal, was du tust. Es ist egal, wie sehr du dich anstrengst. Du hast keine Kontrolle über den Ausgang. Wir schon. Ach du Scheiße. Zeit läuft dir davon. Oh nein. Ist nicht euer Ernst. Diese eine Spackung hier wischt. Okay, Mist, einen haben wir nicht retten können. Schade eigentlich. Lass mal nach oben gehen.
Das sind auch fiese Schweine, die beiden Zwillinge, oder? Eieiei. Was ist jetzt da auf einmal der Stand? So, jetzt bin ich mal gespannt. Quatsch, ich muss meine Waffen draußen lassen? Wie dieses Ding ist das denn? Oh oh. Das ist ziemlich uncool. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Entspann dich. Bleib doch noch. Ach Quatsch. Sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Scheiße. Quatsch, die haben sich gerade Rush erschossen, oder? Oh, fuck! Es wird ewig dauern, diese Hoffnungen und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Krasse Scheiße. Ach, weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig. Dann kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was wir niemals sein wird. Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Und immer wieder. Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft. Für niemand. Wir haben ja ein bisschen Kraft. Krasser Typ. Krass, wahrscheinlich habe ich das von den Eden-Leuten gelernt. Weil ich Mörderkräfte habe. Oh, Unterbrechung. Kommt jetzt Werbung von Coca-Cola? Nee. Mickey und Lou. Vor Jahren. Michelle, Louise, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst doch nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater... Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Er wird nicht wie er. Sprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Natürlich interessant zu wissen, wer der Vater jetzt ist. Glaube ich. Undercover. Ja, was ist mit mir passiert? Ich habe Schrot in die Augen bekommen. Oh. Hallo, lass gut sein. Du hast es gesehen, oder? Wie der einen auf Halt gemacht hat? Alles war normal, bis er nach Norden gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Oh.
Krass, dass ich immer noch lebe, ist schon cool. Aber Rush ist ja tot, das heißt, den können wir zwar noch hingehen, aber es macht nicht so viel Sinn, oder? Oder will ich die Leiche mitnehmen? Scheiße, Mann. Ja, scheiße, ne? Und Sünde auch. Nicht nur Scheiße, auch Sünde. Wieder begraben. Brush, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush. Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Oh, oh. Man das einhalten kann. Ein guter Mann. Selbstlos. Und du... Du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir. Ja, scheiße. Gut, ein Kämpfer weniger bei uns in der Truppe. Können wir nicht ändern. Aber wir können es besser machen. Aber ich glaube, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss.